Liebe Kronacherinnen und Kronacher, liebe Läuferinnen und Läufer, liebe Unterstützerinnen und Unterstützer. Ich freue mich sehr, dass ich meine Grüße zum 19. Run of Hope überbringen und gemeinsam mit der ersten Bürgermeisterin Angela Hoffmann, dem Landrat Klaus Löffler und unserem Bundestagsabgeordneten Hans Michelbach Schirmherrin sein darf. Der diesjährige Run of Hope findet aufgrund der noch anhaltenden Corona-Pandemie wie im vergangenen Jahr als eine Individualveranstaltung statt. Jeder Teilnehmer läuft zwischen dem 5. und 19. September individualisiert unter Einhaltung der Corona-Regeln. Denn wir wollen alle Läuferinnen und Läufer schützen. Ich wünsche jetzt allen Läuferinnen und Läufern zunächst einmal, dass sie viel Glück bei ihrem Lauf haben und dass sie natürlich auch die von ihnen gewünschten Zeiten erzielen. Aber das ist ja nicht der hauptsächliche Zweck. Wir wollen die Freude am Laufen entdecken. Wir wollen vor allen Dingen jedoch dem guten Zweck dienen. Der Zweck ist, dass wir Menschen helfen und unterstützen wollen, die an Krebs erkrankt sind und für die auch Laufen und Sport eine Unterstützung bedeutet, um mit ihrer Krankheit besser fertig zu werden, um sich gesundheitlich besser zu fühlen, um stärker zu werden, aber auch um für sie im Rahmen einer Lotterie Geld zu sammeln. Jeder einzelne Lauf wird aufgenommen werden und jeder einzelne Lauf bedeutet letztendlich auch die Teilnahme an der Lotterie. Ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Läuferinnen und Läufer teilnehmen werden und nachdem es ein individueller Lauf ist, sich noch viele mehr dazu animieren lassen, dabei zu sein. Lassen Sie uns die Zahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Jahr von 506 nochmals übertreffen. Ich selbst werde auch wieder mitlaufen und werde auch versuchen, noch andere zu animieren, mit dabei zu sein. Ich freue mich schon darauf. Ich danke der Stadt Kronach, im Besonderen der ersten Bürgermeisterin Angela Hoffmann und dem Stadtrat. Mein besonderer Dank gilt aber auch vor allem dem Veranstalter Gemeinsam gegen Krebs e.V., an deren Spitze die Vorsitzende Dr. Martina Stauch. Liebe Martina, ich danke dir von Herzen für dein sensationelles Engagement. Ein weiteres Dankeschön geht an alle Sponsoren, an alle Unterstützer und an das gesamte Team. Eine derartige Veranstaltung würde nicht stattfinden können, wenn es kein so versiertes und aktives Organisationsteam gäbe und eine großartige Zahl freiwilliger Helferinnen und Helfer, die den Run of Hope in wochenlanger Arbeit trotz Corona-Pandemie zu einem besonderen Erlebnis werden lassen würden. Ich wünsche alles, alles Gute, Ihre Monika Hohlmeier.